Hallo Traders und Investoren. In dem heutigen Video möchten wir auf das Thema Führen eines Trading Journals eingehen und warum es für uns gerade am Anfang unserer Evolution als Trader oder aktiver Investor es besonders sinnvoll ist, ein solches Trading Journal zu führen. Wie immer ist unser Risk Disclaimer in Effekt. Wir können kein Investment Advice geben, alles nur zu Ausbildungszwecken. Wir können mehr verlieren, als wir einzahlen. CFTC Rule 4141 ist in Effekt, als auch Copyright. Ziel des heutigen Vortrages ist es, einen ersten Einblick zu gewinnen, auch für diejenigen, die vielleicht schon länger traden, aber ihre Trades nicht analysieren, warum es, wie gesagt, sinnvoll ist, genau dies zu tun und welche Möglichkeiten wir haben, vereinfacht ein solches Trading Journal zu führen und nachhaltig damit zu arbeiten. Dieses Führen des Journals unterstützt unsere Entwicklung im Grunde genommen in drei wichtigen Teilbereichen. Erstens, wir haben eine objektive Fehlererkennung, weil wir es schriftlich festhalten. Und manchmal, je nachdem, welchen Trading-Stil wir haben, kann es sein, dass wir recht viele Trades absetzen und im Nachgang nicht mehr 100% sehen oder feststellen können, was wir vermeintlich gesehen haben oder gedacht haben, um eben einen etwaigen Trade abgesetzt zu haben. Dann hilft es uns emotional zu analysieren. Also, wie fühle ich mich vor einem Trade, während eines Trades und nach einem Trade? Auch das ist aufgrund der Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, so, dass wir unter Adrenalin nicht unbedingt den frontalen Kortex nutzen, also unser logisches Denken bei dem Fühlen der Emotion Angst paralysiert ist, ausgeschaltet ist. Und last but not least, aber besonders wichtig, geht es darum, unsere durchschnittlichen Gewinntrades zu erhöhen und zu optimieren und unseren durchschnittlichen Verlust zu reduzieren, zu verkleinern. Und am Ende dieses Vortrages erkennen wir hoffentlich, dass jeder einzelne Trade, egal ob es ein Gewinner oder ein Verlust war, für uns eine wertvolle Lektion darstellt. Und diese möchten wir eben nicht wertlos verstreichen lassen, sondern nutzen diese. Den Vortrag habe ich für einen Finanzintermediär gemacht, im Nachgang nochmal betrachtet und ihn für so gut gehalten, dass ich mir denke, lasst ihn uns in der Trading Community teilen. Viel Freude jetzt beim Vortrag. Guten Abend, lieber Jens, guten Abend, liebe Trader. Was haben wir heute? Dienstag? Ist schon Dienstag? Nee, Montag. Morgen ist Dienstag. Wow. Dienstagabend 18:04 Uhr. Ich freue mich über eine großartige Beteiligung. Herzlichen Dank, dass so viele von Ihnen sich die Zeit genommen haben, heute Abend mit dem Jens und mir dieses Thema anzugehen. Unser Thema heute ist das Trading Journal. Wie kann ich aus meinen getätigten Trades Lektionen für mich ziehen? Was für Optionen habe ich überhaupt, so ein Trading Journal zu führen? Und somit ist es heute Ziel unseres Vortrages, eine Erkenntnisvermittlung dahingehend zu leisten, warum die Order-Analyse gerade am Anfang einer Entwicklung eines Traders oder einer Traderin ein sehr, sehr wichtiger Faktor seiner oder ihrer Ausbildung auch ist. Aber sie ist nicht nur für den Anfänger relevant, sondern auch für fortgeschrittene Trader. Hier geht es besonders um die Optimierung der Performance des Traders. Ich sage oft in dem Seminar, einige Retail-Trader kommen in die Berührung und mit dem Trading und dann haben sie diesen Virus und dann geht es über technische Analyse und irgendwie aber noch nicht so 100%. Und es geht immer und immer weiter, so lange, bis er oder sie für sich den passenden Prozess entwickelt hat, der auch immer wieder replizierbar ist. Und dabei hilft uns so ein Trading Journal. Und ich sage sehr häufig, bei einem sehr erfolgreichen Fonds oder bei der Bank ist nicht die Frage, ob der Trader oder der Fondsmanager Geld macht, sondern nur, wie viel. Deswegen ist innerhalb dieser Evolution eines Traders diese Optimierung seines und ihres Prozesses besonders wichtig. Es gilt auch, wir können nur das managen, was wir auch messen. Wenn wir also wild durch die Gegend handeln, und ich habe gestern Abend mit einem sehr, sehr, sehr senioren Trader gesprochen, nicht vom Alter her, sondern von der Zeit im Markt. Er hat drei Business-Zyklen hinter sich schon, sehr, sehr senior. Und er sagte mir, nein, er führt kein Trading-Journal. Und wir hatten genau über dieses Thema in Vorbereitung auf dieses Webinar einen Austausch und sagte, wahrscheinlich werde ich es jetzt doch anfangen, denn er sagt, er springt von Short-Term-Trading auf Long-Term-Trading,
von Optionen hin zu Futures, wieder zurück zur Kasse. Das alles dient nicht dazu, dass du oder sie langfristig profitabel werden. Das Trading Journal hilft uns, wie gesagt, deshalb steigen wir ein. Ein wichtiger Punkt, den ich auch sehr, sehr ernst und von Herzen weitergeben möchte, ist, dass jeder einzelne Trade, den du oder sie im Markt absetzen, ist eine Lektion. Ja? Wir geben Geld für Ausbildung aus, wir geben Geld für Trading Tools aus, wir geben Geld für Broker Commissions aus. Wir geben auch jedes einzelne Mal, wenn wir eine Starter Position, also unser Risiko anfangen zu teilen und mal den C in den großen Teich reinhalten, denn wir wissen nichts, solange wir noch keine Position haben. Erst wenn wir eine Position haben, dann sind wir verbunden mit dem Markt, dann fühlen wir, dann wissen wir, dann kommen wir auch an unsere psychologischen Herausforderungen. Dann erst haben wir ein Gefühl für den Markt und es ist schade, wenn wir diese Lektion verstreichen lassen, indem wir sie nicht dokumentieren oder indem wir dokumentierte Trades am Ende einer Woche, am Ende eines Monats, am Ende eines Quartales nicht noch einmal sichten und uns die Lektionen, die wir uns erkauft haben, positive als auch negative, nicht noch einmal verinnerlichen. Okay? So, mein Computer hängt wieder, das macht er ja auch jeden Morgen, wer bald mal Markets, unser Jens und mein Webinar da sieht. Wir gehen auf den Erwartungswert schnell ein. Auch da bin ich manchmal überrascht, Prozent rechnen und Erwartungswert rechnen, die allersimpelsten Dinge, sind manchmal nicht so sauber ausgebildet worden in den Schulsystemen oder sie liegen einfach schon lange zurück. Ist auch wurscht, deshalb nochmal ein Refresher. Und dazu bediene ich mich einer Studie, die zwei clevere Herren vor einiger Zeit schon durchgeführt haben. Und zwar wurden 12 Millionen Live-Trades untersucht. Wir erklären ganz kurz, was das Gewinn-Verlust-Verhältnis ist, warum wir uns Durchschnittsgröße, also die durchschnittliche Größe der Gewinner versus die durchschnittliche Größe der Verlierer anschauen und welche Erkenntnis wir überhaupt aus diesem Erwartungswert für unser Trading gewinnen können. Und diese Studie wurde von David Rodriguez, einem Quantitative Strategist, und Timothy Shee schon Ende 2011 veranstaltet. Blödes Wort, sorry dafür. Also abgehalten. Und sie untersuchten Live-Trades. Das sind keine Demo-Trades, das sind keine Testkonten, das sind echte Kundentrades im Zeitraum von 2009 bis 2011. Und sie analysierten hier die 15 meistgehandelten Währungspaare. Was kam dabei raus? Sehr, sehr interessant. Hier sehen wir, dass der Retail-Trader, rot sind Prozent pro Währungspaar von diesen ganzen Trades, die getätigt wurden, von dem Retail-Trader. Retail ist also nicht institutionell, sondern wenn ich zu Hause sitze oder Sie oder die Andrea, die auch hier im Seminar ist, grüße dich. Wenn wir von zu Hause aus traden, dann sind wir Retail-Trader. Und der Retail-Trader liegt in 50% der Fälle richtig in seiner Annahme, ob Aussie gegen Neuseeland steigt oder fällt. Das ist schon mal gut. Also die Trefferquote, Beispiel Aussie Neuseeland, 71%, also 7 von 10 Trades, richtig gewettet, richtige Richtung spekuliert. Aussie Yen 49%, das ist knapp an der 50. Wenn Sie sich schon mal mit Trendfolgestrategien auseinandergesetzt haben, dann wissen Sie, dass sogar nur bei ein Drittel Trefferquote, also roundabout 33%, wenn Ihre durchschnittlichen Gewinner höher sind als die durchschnittlichen Verlierer, Sie langfristig Geld verdienen können und werden und würden. Das Problem ist natürlich psychologisch, das auszuhalten, 7 von Trades zu verlieren. Es ist wesentlich einfacher von uns, mehr als die Hälfte der Trades zu gewinnen. Und im Beispiel von Euro-Dollar, eines der meistgehandelsten Paare bei Retail-Tradern, 59% Gewinnerquote. Also, die Implikation hieraus ist, glaube ich, sehr deutlich, dieser Folie, die Retail-Trader, wir, wenn wir von zu Hause aus handeln, wir haben eine gute sogenannte Trade Selection, unsere Trade Selektion. Wir wissen also schon recht gut, aha, ich möchte Euro gegen Yen handeln und in 6 von 10 Trades ist meine Richtung dann auch korrekt. Die Frage ist jetzt aber, macht der Retail Trader auch langfristig Profite? Und dazu gilt es sich anzuschauen, Sie haben sich vielleicht schon gedacht, wie hoch sind denn die durchschnittlichen Verluste versus die durchschnittlichen Gewinne und was müsste, kann und darf denn im Grunde höher sein? Wir nennen das Gewinn-Verlust, den Gewinn-Verlust-Durchschnitt. Und am Beispiel Euro-Dollar, hier vorne direkt angeführt, sehen wir, der durchschnittliche Gewinn bei all diesen Trades war 65 Pips. Nicht schlecht. Problem ist nur, durchschnittliche Verlust 127 Pips. Nicht gut.
Was ebenfalls nicht gut ist, ist, dass wir durch die Bank erkennen können, dass wir kein einziges Beispiel haben, wo der durchschnittliche Gewinn höher ist als der durchschnittliche Verlust. So ein Trader in der Bank oder im Fonds darf gehen. Das wird langfristig nicht funktionieren. Ja, kriegen Sie 3 Strikes, 3 Möglichkeiten, 3-mal denselben Fehler gemacht, goodbye. Hier ist also definitiv ein Problem, dass zumindest in den damaligen Jahren 2009 und 2010 die Implikation folgende ist: Der Retail-Trader hat schlechtes Trade-Management. Denn wenn meine Selektion per se erstmal on the money ist, also richtig ist, aber ich mit der richtigen Selektion es nicht schaffe, Geld zu verdienen, dann weiß ich schon aus meiner Erfahrung, dass es ein psychologisches Problem ist. Ja? Und zwar werden hier an Verlusten zu lange festgehalten und die Gewinne aus Angst, sie wieder abgeben zu müssen oder unter Umständen zu abzugeben, zu schnell realisiert. Ein altbekanntes Problem. Der Erwartungswert an sich beschreibt den Betrag, den wir im Mittel mit einer unserer Strategien, die wir konstant anwenden, verdienen oder verlieren. Mit Strategien meine ich persönlich jetzt keinen statistischen Angriff auf die Märkte, können wir aber machen, ist bei uns in der Ausbildung nur der 2. Lernschritt, weil wir die mit der Statistik allein in den seltensten Fällen jedes Jahr Geld verdienen. Und ich wiederhole mich jetzt, es ist wichtig, jedes Jahr Geld zu verdienen. Ja, daher muss ich wissen, warum steigt ein Markt oder fällt. Und der Erwartungswert wird berechnet, indem ich einfach die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinntrade multipliziere mit der Größe meines durchschnittlichen Gewinntrades. Und dazu addiere ich dann die Wahrscheinlichkeit für meinen Verlusttrade, multipliziere das mit der durchschnittlichen Größe meines Verlustes. Jetzt ist es ja logisch, wenn ich 4 Trades mache und dann diese Messung anfange, dass das nicht sehr sinnvoll ist. Ich sage also, wir brauchen mindestens mal 20 Trades, aber sehr, sehr viel sinnvoller 100 Trades oder sogar mehr, damit ich nachhaltige Erfahrungswerte messen kann und untersuchen kann. Problem ist auch, wenn ich heute so handle, morgen so und übermorgen wiederum anders, also wenn ich keinen klaren Investment- oder Trading-Prozess habe, dann sind meine Trades auch nicht vergleichbar. Ja? Ah, sagen Sie, ich weiß schon, wo er hin will. Gut, also schauen wir uns an den Werten, die wir aus dieser Studie haben. Der Erwartungswert einer Methode. Wieso ist das hier 2-mal drin? Ich weiß es nicht. Doch, hier ist jetzt das Euro-Dollar-Beispiel. Wir hatten gesehen, in 59% der Fällen hatten wir die Gewinner mit 65 Pips die Größe des durchschnittlichen Gewinns. Und dazu addieren wir 41% hatten wir die Wahrscheinlichkeit auf einen Verlierer und die durchschnittliche Größe waren minus 127 Pips. Das heißt, der Erwartungswert ist, dass wir pro Euro-Dollar-Trade minus 13,72 Pips machen. Da sagt dann der Head of Trading, da hinten ist die Tür, goodbye. Das wollen wir nicht. Und unser hart versteuertes Geld, hart verdient, unversteuert, das wollen wir nicht den anderen Marktteilnehmern schenken, sondern wir wollen ja positiv handeln. Aha, gut. Welche Stellschrauben haben wir also bei dieser Formel? Das ist recht einfach. Wir haben unsere Trade-Selektion. Also entweder ich schaffe es, diese Zahl hochzuschrauben, indem ich also mehr Gewinner als Verlierer mache. Oder aber mein durchschnittlicher Gewinn versus mein durchschnittlicher Verlust, den muss ich erhöhen. Und hier ist jetzt auch wiederum etwas sehr Wichtiges, was ich kurz sagen möchte. Es wird ja oft im Internet ausgebildet, ja, du musst mit 2:1 Chance-Risiko-Verhältnis anfangen. Was das bedeutet ist, ich riskiere zum Beispiel 10 Pips und muss aber mindestens 20 Pips machen. Noch besser finde ich die, die sagen 3:1, 4:1 oder 5:1, weil dann muss ich nur so und so viel wenig Prozent richtig haben, also mein Hit-Ratio muss sehr gering sein, damit ich langfristig Geld verdiene. Es ist aber logisch hoffentlich, natürlich ist das immer abhängig von der jeweiligen Volatilität eines Währungspaares oder einer Anlageklasse, aber es ist ja logisch, dass eine 5:1 Strecke weniger oft erreicht wird als eine 1,51:1 Strecke. Ja? Also, wenn ich sage, hey, das Ding muss ich verdreifachen, das kommt weniger häufig vor, als wenn ich sage, hey, das muss ich nur verdoppeln. Das heißt nur. Ja. Der andere Punkt ist, ja, es gibt Trade-Strategien, die haben geringere durchschnittliche Gewinner als Verlierer. Das hier ist aus einem Drill-Konto, das war ein Demo-Konto von mir, wo wir einen Scalping-Drill durchgeführt haben und das Konto hat fast 100% gemacht.
Und wir sehen aber, realisierte Chance-Risiko war kleiner. Hier ist ein weniger als 1:1 realisiertes Chance-Risiko-Verhältnis bei rausgekommen. Dafür hatten wir aber 55% Gewinner. Es gibt dafür auch eine Formel, sogenannte Break-Even-Prozentsatz. Das heißt, ich kann meinen durchschnittlichen Verlust nehmen, in diesem Fall minus 31 und ein paar zerquetschte, und teile das, indem ich den Gewinner und den Verlierer addiere. Und diese Ratio multipliziere ich mal 100 und dann weiß ich, wie hoch mein Hit-Ratio, mein Gewinner-Ratio sein muss, damit ich plus minus 0 bin. Ja? In dem Fall minus 31, 39, das Minus habe ich einfach weggelassen. Wir sehen, bei 52% Hit-Ratio hätte ich in diesem Konto plus minus 0 gemacht. Ich habe aber 55% in diesem Scalping-Konto gemacht. Und obwohl mein Chance-Risiko-Verhältnis kleiner war als 1:1, habe ich das Konto fast verdoppelt. Es waren 92% oder 93%. Ja, also das nur am Rande. Und Sie können sich die Aufzeichnung gerne nochmal später ansehen und einen Screenshot nehmen. Das ist auch gut so und wichtig. Hier sehen wir es, 87 Trades waren gemacht und ich sehe jetzt gar nicht, wo, das haben wir nicht drin. Egal, waren 92% oder 93%. Ich will ganz, ganz kurz auf drei Rentabilitätskennzahlen eingehen. Wir haben eine kurze Frage eines Teilnehmers, die jetzt gut passen kann. Diese Studien basieren aber doch nur auf eine kurze Haltedauer mit gegebenenfalls viel zu hohen Positionen, oder? Das ist vom Herrn Gotzen. Ne? Herr Gotzen, die Studie können Sie selber nachlesen. Ich habe den Link hinten reingemacht. Ansonsten schreiben Sie mich an oder den Jens und ich gebe Ihnen den Link zu der Studie. Nein, es ist ein gemischtes Portfolio gewesen. Es sind 12 Millionen Trades. Da können Sie sich vorstellen, über 2 Jahre, dass da alles dabei ist. Oder glauben Sie, dass jeder Retail-Trader bei diesem Broker nur kurze Haltedauer hatte? Ja? Also es geht nicht nur um Scalpen, Herr Gotzen, sondern es geht um allgemein 12 Millionen Trades wurden analysiert, um zu sehen, wie ist eigentlich der Erwartungswert von den Kunden. Deshalb auch, das macht der Jens sehr gut, ist es sinnvoll für Broker, Ausbildung anzubieten, weil es für einen Broker natürlich wesentlich einfacher ist, profitable Trader zu haben, anstatt Trader, die innerhalb von 3 Monaten ihr Konto platt machen und immer wieder Neukunden zu gewinnen. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Wenn nicht, gerne anschreiben und ich schicke Ihnen den Link zu, Herr Gotz. Mache ich gerne. Okay, 3 Rentabilitätskennzahlen. Das erste ist der Gewinnfaktor. Der Gewinnfaktor wird manchmal als Profit Factor auf Englisch genannt. Das ist einfach nur der Bruttogewinn, also die Summe aller gewonnenen Trades. Und das teilen wir durch den Bruttoverlust, die Summe aller verlorenen Trades. Und wenn A größer als B, je besser ist es. Also wir sehen damals bei diesem Scalping Drill, den ich gemacht habe, 1,89. Dann haben wir das Sharpe Ratio, was im Grunde genommen die Rendite versus die Volatilität dieser selbigen. Ich möchte nicht zu kompliziert und mathematisch machen, deshalb Sharpe Ratio gibt uns an, wie gut die Rendite eines Vermögenswertes den Anleger für das eingegangene Risiko entschädigt. Also da geht es um die Volatilität, je höher die Zahl, je besser. 0,17 ist übrigens nicht sehr hoch. Und dann der Erwartungswert, Expectancy, gibt mir also an, innerhalb von nach diesen 87 Trades, die da durchgejagt wurden, wie ist eigentlich meine Pro-Trade-Gewinn- oder Verlusterwartung? In diesem Fall ist die Erwartung, dass ich aufgrund von dem, was ich geleistet hatte, erwarte, dass ich $55,26 pro Trade verdiene. Für mich das Wichtigste ist der Profit Factor und grundsätzlich, ob mein Erwartungswert positiv oder negativ ist. Und damit würde ich gerne den mathematischen Teil erstmal stehen lassen, denn es gibt noch einige andere Aspekte, die sehr wichtig sind bei der Führung eines Trade Journals. Fazit von dem Erwartungswert und den Rentabilitätskennzahlen. Die Retail Trader haben eine gute Trade-Selektion. Hut ab, Weltklasse, super. Aber noch teilweise, zumindest damals, schlechteres Trade-Management. Mich würde brennend interessieren, ob das heute sich schon nach 8, 9 Jahren verbessert hat. Ich kann es mir vorstellen. Retail-Trader handelten damals mit einem negativen Erwartungswert. Und das versuchen wir zu ändern. Ein Trading-Journal hilft uns nun, unseren Erwartungswert überhaupt erstmal zu berechnen. Es diszipliniert uns also nach einem ausgeschriebenen Trading-Plan oder Trading-Prozess, replizierbare Trades zu absolvieren und zu nehmen. Und es zeigt uns unter Umständen erst unsere psychologischen Herausforderungen auf, wenn wir so ehrlich sind, auch Gefühle, Gedanken
und Handlungen, wo wir uns selbst sabotieren, fair vor, während und nach dem Trade als Teil dieses Trade-Journals mit einzufügen. Um allerdings, und das sagte ich eingangs, einen relevanten Erwartungswert berechnen zu können, benötigen wir mindestens 20, aber viel, viel besser 100 oder mehr Trades, damit wir klar definieren, nach einem klar definierten und replizierbaren Prozess, damit unsere Messung überhaupt erst relevant ist. Ja? Wenn ich 4 Trades mache, ist das nicht sehr signifikant. So, warum? Warum replizierbarer Trading-Prozess? Eingangs sagte ich, wenn ich mal so, mal so, mal so handle, kann ich nicht messen. Aber es gibt grundsätzlich unterschiedliche Arten von Trades. Gewinner oder Verlierer. Und was sage ich? Hier oben habe ich, wie zum Beispiel meine Trader oder wir handeln jeden Tag nach demselben Prozess. Es ist ein institutioneller Prozess, abgekürzt FIST, ist eine Methode und am Ende kommt ein Trade raus. Und deswegen ist das messbar. Also die Methode, wenn ich sie einhalte und ich habe einen Gewinner, dann ist auch die Komponente Glück dabei, aber ich habe einfach meinen Job als Sachbearbeiter-Trader gut absolviert und perfekt exekutiert. Wenn aber der Trade ein Verlierer war, dann war es nur Pech, weil unsere Methode 70-80% Gewinner abwirft. Dann ist es Pech, dann hat sich einfach der Orderflow, nachdem wir in den Markt gegangen sind, verändert. Ich sage als Beispiel, Euro-Dollar fällt, aus irgendwelchen unwirklichen Gründen kommt ein Riesenkunde rein, ein Riesen-Portfolio-Manager oder eine Zentralbank und stürzt oder kauft Euro-Dollar. Dann ist es toll, dass unser Prozess Short-Euro-Dollar ausgeworfen hat, aber dann ist es Pech, dass irgendwo auf diesem Globus jemand in diesem 5,2 Billionen großen Markt pro Tag die Gegenseite genommen hat. Schwieriger ist es, wenn mein Hund über meine Tastatur läuft, abfeuert und dann der Trade ein Gewinner ist. Dann hat mein Hund nämlich keine Trading-Methode eingehalten. Ich denke allerdings, wow, super, das ist genau dasselbe, wir nennen das auf Englisch Punting. Wenn ich also einfach nur losballer, ich habe keine Methode, ich baller los und dann ist der Trade ein Gewinner und mein Gehirn fühlt sich großartig. Ist aber ein Problem, denn wenn ich keine Methode einhalte und Pech habe und ein Verlierer rauskommt, ist das nicht replizierbar. Diese Trades gilt es auszumerzen, diese Trades gilt es Vorsicht walten zu lassen. Wenn Sie nämlich zum Beispiel hingehen und in Verlierer nachmischen, 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 diese Synapsen im Gehirn sich bilden, nachmischen klappt immer, ich sage jetzt dieses verbotene Wort immer, weil im Markt gibt es kein immer, dann denken Sie, das kann für immer für Sie funktionieren. Und ich sage nicht, dass das jemand tut, ich sage nur ein Beispiel. Ja? Und eines Tages kommt ein nachhaltiger Trend und der führt dazu, dass ich mein Konto plätte. Nicht gut. Also Methode einhalten, unsere Stops einhalten, einen Plan haben und den Plan exekutieren, bedeutet, ich möchte mich hier oben befinden. Ja, ja, 3 von 10 Tradern werden ein Verlierer sein, das ist okay. 2 von 10 Trades werden ein Verlierer sein, das ist okay. Wenn ich hier unten bin, dann kann auch der Monkey die Dartpfeile werfen, wie wir es im Wall Street Journal mal in den 80er Jahren gemacht hatten, oder mein Hund über die Tastatur ballern, oder ich einfach nur glaube, ich sei Trader, in Wirklichkeit zocke ich aber. Und dann sage ich so häufig bei mir, na, komm dann zu mir nach Bad Homburg, dann gehen wir hier ins Casino, da zocken wir. Weil der Markt bietet ja auch das Bedürfnis des Glücksspiels zu befriedigen. Aber das hat dann nichts mit der Unternehmung Trading zu tun. Okay, erst ein replizierbarer Prozess erlaubt uns, vergleichbare Trades zu analysieren. Kommen wir also jetzt zu unserem Trade Journal. Es gibt einige Online-Beispiele, finde ich ganz gut. Admiral Markets hat ein sehr gutes. Hier ist nochmal dieses Online-Beispiel gezeigt, was ich damals nutzte. Dies ist eine andere Option, die gegen Entgelt erhältlich ist, auch im Internet. Wichtig ist, sie zeigen alle Ähnliches, sind an ihr Brokerkonto gelinkt und dokumentieren für Sie mit. Dieses hier hat auch eine Spalte für psychologische Komponenten, dieses nicht. Hier kann ich mir keine Notizen machen, aber ich kann ja das gute alte Notizbuch dabei haben. Trade Journal dient uns einerseits zu überprüfen, ob wir korrektes Risikomanagement walten lassen, was wiederum anders ist als vom Money Management. Auch dieses wird geprüft. Ich kann über diese Online-Tools, Online-Werkzeuge an meinem Entry-Timing arbeiten. Das ist ganz hervorragend. Und ich kann eine Optimierung vornehmen in Bezug auf meine realisierten Chance-Risiko-Verhältnisse. Tolle unterstützende Möglichkeiten, die es heute gibt. Es gibt natürlich auch dieses Office-Paket oder Open Source, völlig wurscht, Excel. Wir fangen zum Beispiel mit Excel-basierten Datenerfassungen an. Und Word mit Screenshots. Und hier, Henrik, vielen herzlichen Dank.
Das ist einer meiner Trader, der überhaupt nicht aus der Bank kommt. So sieht eine institutionelle Trade-Idee aus. Ich sage extra institutionelle Trade-Idee. Das könnten Sie ganz klar als Desk-Analyst haben, wenn Sie von Ihrem Desk-Analysten hier diesen Trade auf Cable Short bekommen würden. Hier steht ganz klar, so hat der Kamerad in 7 Monaten gelernt, solche Trade-Ideen rauszuhauen. Unglaublich. Die Kombination aus Excel und Word inklusive Screenshots, also wenn ich den Trade eingehe und nach dem Trade, plus mein Notizbuch, um mir Emotionen zum Beispiel zu erfassen, und dann sowieso die online-basierte Analyse-Tool, wo meine Trades automatisch erfasst werden, finde ich persönlich ideal. Hört sich viel an, ist es aber nicht. Wenn Sie online-basiert haben, dann können Sie unter Umständen Excel auch weglassen. Aber es ist ganz gut am Anfang, um eben auch sehr diszipliniert zu arbeiten, und machen Sie sich ruhig die Arbeit, dann kommen Sie weg vom vom Overtrading, also 10, 12, 30, 50, 60 Trades abzufeuern. Allein die Dokumentation ist ja so umfassend, Screenshots machen, die Gründe aufzählen etc. pp. Das ist ganz gut, weil dann limitieren Sie sich hoffentlich nur auf eine ganz kleine Anzahl von Trades, die aber qualitativ absolut hochwertig sind. Es kommt nicht auf die Anzahl an, es kommt auf die Qualität an. Wenn meine Trader aus dem Seminar rausgehen, dann kriegen sie sowas. Es ist aber völlig wurscht, wie das aussieht. Jeder kann das machen. Wir nennen das Pre-Trade-Analyse. Da dürfen sie also reinschreiben, was die beste Opportunität an dem Tag, müssen fundamentale Gründe etc. pp., besten Preisniveaus reingeben, ja, wo ist die Konvergenz. Und dann hier ein Überzeugungsgrad. Ich gebe diesem Trade 7 von 10 Punkte oder ich gebe diesem Trade 9 von 10 Punkte. Logischerweise alles unter 6 von 10 oder 7 von 10 handeln wir gar nicht. Das heißt, wir werden verlangsamt in unserer Trade-Einnahme und wir können im Nachgang genau checken, habe ich mich hier verguckt, war das überhaupt kein, stimmt hier irgendwas nicht? Wir haben natürlich auch eine Checkliste, die wir abchecken, wie bei einer Start- oder Landung bei einem Flugzeug, wo wir wissen, alles klar, deswegen gehen wir jetzt long oder short in diesem Paar. Wichtig hier, in so einem Trading-Journal darf auch Ihre Psychologie erfasst werden. Was fühle ich vor, denke ich während, was fühle und denke ich nach dem Trade, was hat mich dazu veranlasst, mein Profit-Target nicht erreichen zu lassen, den Trade vorher geschlossen zu haben, was hat mich veranlasst, zu verdoppeln im Verlust, obwohl das gar nicht im Trade-Management vorgesehen war. Nur so, nur durch dieses Erfassen kommen Sie sich selber auf die Schliche. Was sind eigentlich Ihre psychologischen Herausforderungen? Konfidenz sprach ich eben an. Wie zuversichtlich bin ich eigentlich, dass dieser Trade funktioniert? Wenn das eine 5 von 10 ist, lassen wir das. Brauchen wir gar nicht handeln. Ist einfach Quatsch. Ist nicht. Warum soll ich mein versteuertes Geld für einen 5er-Trade überhaupt riskieren? Dann lieber in der Zeit was anderes machen oder eine Geduld üben lernen, auf eine bessere Trade-Opportunität warten. Und die Gründe für den Trade, es muss wie gesagt ein replizierbarer Prozess sein. Bei uns heißt der FIST. Es gibt diesen englischen Spruch, plan your trade und trade your plan. Also wenn wir einmal einen Plan haben von dem Trade, dann behalten wir den auch bei. Was nicht heißt, dass wir den Chart nicht weiterlesen und den Order Flow. Wenn ich also sage, ich bin bei 1,23 long im Euro-Dollar und mein Target ist 1,24 und ich sehe bei 1,23,50 massive Optionsvolumina ausstehen und ich sehe dort Preis- und Volumenreaktionen, die darauf sprechen lassen, dass die Gegenseite reinkommt, dann mache ich den Trade zu und halte das aber in der Post-Trade-Analyse fest. Ich habe dann keinen Fehler gemacht. Ein Fehler wäre dann gewesen, einen Gewinner wieder zu einem Verlierer werden zu lassen. Screenshots helfen mir da, Add Entry und Add Exit. Und ganz wichtig auch, damit Sie zu einem fortgeschrittenen Trader sich langsam entwickeln können, wo erhöhe ich mein Risiko im Gewinn? Also nicht im Verlust nachkaufen, sondern im Gewinn nachkaufen, wenn Sie längerfristige Trades eingehen. Jetzt denken Sie schon, was kommt? Genau, die Post-Trade-Analyse. Und hier ganz wichtig, welche gewonnenen Erkenntnisse habe ich denn? Welche gelernte Lektionen kommen aus diesem Trade? Ja? Trade-Resultat, Gründe, Screenshot des Trades. Was habe ich gelernt? War meine Analyse korrekt? Habe ich den Prozess korrekt eingehalten? Habe ich vielleicht etwas übersehen? Oh, ich habe das Zinsdifferenzial gar nicht auf dem Auge gehabt. Oh, das Sentiment hat sich hierher gedreht und ich bin trotzdem Short Yen geblieben. Warum? Ja? Ego. Ich kann den Verlierer nicht akzeptieren. Wie war mein Trade-Management? Ist das so gelaufen wie geplant oder habe ich das Management mitten im Trade verändert? Immer schlecht, außer wenn es ganz signifikante Gründe, wie eben erwähnt, dafür gibt. Gab es News oder Veränderungen im Sentiment? Ja? Früher gab es ja überraschende Zentralbankschritte der Amis.
Heute können wir uns da nicht mehr dran erinnern. Ich war noch live dabei, hat sehr viel Geld gekostet, wenn du Murphy's Law wie häufig die falsche Seite in dem Moment hattest. Gab es andere Einflüsse von anderen Märkten? Wir sehen das heute gerade, die 10-jährige US Treasury Yield steigt. Ja, die Aktien hatten Schwierigkeiten, um morgen in Gang zu kommen. Ich schaue jetzt rüber, tun sie immer noch, sie kommen immer noch nicht in Gang. Und gab es inhärente Stärke oder Schwäche? Wie vermeide ich den Fehler in der Zukunft? Das ist einer der Key-Punkte, der wichtigsten Punkte bei der Trade-Journal-Führung, dass ich mir eine Erkenntnis daraus gewinne und mir selber überlege, wie kann ich es in Zukunft ändern? Ich habe einen türkischen Freund, der war früher in einer Bank dort, einer der großen Tier-1-Banken, ist dann rausgegangen, professioneller Ölhändler. Und der hat zwei Dinge gemacht. Einmal Overtrading, und dann war seine erste Lösung dafür, nach einem Verlusttrade geht er erstmal runter in die Küche einen Kaffee trinken. Als das immer noch nicht half, hat er mit seinem Broker gesprochen und einen Maximalverlust pro Tag vereinbart. Und jetzt ist es so, dass sein Konto automatisch vom Broker gesperrt wird, wenn er seinen maximalen Tagesverlust erreicht. Also sich Lösungen ausdenken, wie kann ich die Fehler in Zukunft vermeiden. Und ganz, ganz wichtig, eingangs gesagt, wöchentliche Durchsicht unserer Trades. Denn diese ganzen gesammelten Daten bringen mir überhaupt nichts. Dann ist das nur ein Hobby, wenn ich am Ende der Woche, des Monats, des Quartals und Jahres nicht regelmäßig sichte und meine Erkenntnisgewinne nochmal mir verinnerliche oder meine Lösungen auch checke, ob ich die auch so umsetze wie gedacht. Trade Journal Auswertung. Wichtige Erkenntnisse, wenn wir genügend Trades gemacht haben, sind zum Beispiel, dass es sehr wohl im Intraday oder im Swing Trading relevant sein kann, an welchem Tag und auch zu welcher Uhrzeit ich bin. Denn nicht jeder Tag ist gleich. Ich weiß, dass hier nur 4 Trades sind. Insgesamt, wenn Sie aber 1000 Trades machen würden, könnten Sie unter Umständen erkennen, dass montags und freitags Sie nicht so hohe Gewinne haben wie dienstags, mittwochs und donnerstags. Es liegt daran, dass montags die Positionierungen eingegangen werden und freitags, vor allen Dingen nachmittags, recht viele Daytrader und Swingtrader Positionen schließen. Wir nennen das Square Up Day, das heißt montags Construction Day, freitags Square Up Day. Freitags kann es dann zu einer Umkehr von Wochentrends kommen. Hohe Liquidität finden wir häufig oder fast immer im Opening und im Close. Wenn Sie mir jetzt sagen, korrekterweise, es gibt ja gar kein Open und Close im Fixing, im Währungsmarkt, dann sage ich, jein, denn 9 Uhr Frankfurtzeit ist 8 Uhr in London, da kommen die Dealer an den Desk, da geht's los, da ist die höchste Liquidität, dann um 14 Uhr die allerhöchste Liquidität, weil New York auch noch mit reinkommt und dann haben wir gegen 17 Uhr das Fixing in London, also nicht ganz korrekt, wir haben natürlich relevante Zeiten, wo höheres Niveau vorzufinden ist. Handelsmonat ist auch ganz spannend, denn Saisonalitäten haben Einfluss auf Liquidität. Je weniger Liquidität in einem Markt, je einfacher ist es, diesen Markt nach oben oder nach unten zu pushen. Ja, wir sehen oft diese Flash-Crashes, dass sie in Asien passiert sind in den letzten Jahren, weil in Asien im Forex-Markt die Liquidität recht dünn ist. Aber bezogen auf Handelsmonate, wie Sie das an Ihrer eigenen Historie dann sehen können. Es gibt zum Beispiel in Kontinentaleuropa eine Sommerpause, ja, unsere 6 Wochen Sommerferien. Die Franzosen sind dann eiskalt, weil Soc Gen, als ich dort war, ging dann relativ wenig. Die fahren eiskalt in den Urlaub. Also es ist dann schon so, dass im Sommer weniger Liquidität da ist, was nicht bedeutet, dass wir nicht traden, sondern dass wir unter Umständen höhere Volatilität erwarten. Jahresanfang, Q1, alle Tier-1-Banken, wo ich war, Urlaubssperre. Im ersten Quartal wird nicht in Urlaub gegangen, da wird das Geld fürs Jahr verdient. Ja? Oder Jahresende, Steuereffekte. Gelder müssen zurückgeführt werden, repatriiert werden, Gewinne müssen realisiert werden ins Jahresende hinein, die dann wieder Anfang Januar neu aufgesetzt werden, diese Trades. Also da gibt es schon Saisonalitäten, deswegen Handelstage, Uhrzeiten, Handelsmonate können Sie aus Ihrer Statistik erlesen. Und ich sagte schon, Volatilität hat einen direkten Einfluss auf meine realisierten Chance-Risiko-Verhältnisse. Und das ist immer abhängig von der gegebenen Marktvola. Wenn wir sehr, sehr wenig Vola haben, dann brauche ich nicht denken, dass ich 4:1 Trades Chance-Risiko-Verhältnisse realisiere, sondern dann kann es sein, dass ich meinen Trading-Stil adaptieren muss und auch mit kürzeren Strecken glücklich werden muss. Bei hoher Vola, wenn die implizierte Vola wieder ansteigt, wir lesen das an den Optionsmärkten ab, dann wissen wir, oh super, wir müssen einerseits mehr Luft geben für unsere Stops. Wir halten uns da oft an die Average Daily Ranges und wir können aber auch höhere Strecken erwarten. So, ein tolles High-End-Analyse-Optionstool ist Connect. Connect von Admiral Markets, umfangreiche Analysen ihrer getätigten Trades,
automatische Erstellung von Diagrammen, sehr schön, da brauche ich nicht so viel mit Excel zu fummeln, aber ich kann es exportieren und verarbeiten mit Excel, was klasse ist. Vorgestellt ist das in der Session 4, eines der über 60 kostenlosen Zusatztools vom MetaTrader Supreme bei Admiral Markets. Wunderbar, super, hey, danke euch. Der Jay hat einige Online-Tools gezeigt für solche Analyse- und Tagebuchoptionen. Wir haben eine eigene Lösung auch und welche Sie nutzen, das entscheidet Ihr Geschmack. Relativ nett ist, dass Sie halt wirklich alles ohne viel Excel-Arbeit bekommen, wenn Sie halt die ganzen Grafiken haben wollen, über Supreme, MetaTrader 4, MetaTrader 5 Supreme, direkt, wie Sie es hier als Screenshot sehen. Und wenn Sie es detaillierter vorgestellt haben möchten, schauen Sie sich die Session 4 an, die Top 5 der besten Erweiterungen für MetaTrader 5 im Video auf der Webseite zu finden oder im YouTube-Kanal. Das als Info noch zurück zu Jay. Genau, das an den Herrn Schrape, also Session Nummer 4. Er fragte nämlich gerade, wo können wir dieses bei Admiral Markets finden. Session 4 aus dieser Serie anschauen, da finden wir das dann. Okay? Weiter im Text. Fehlererkennung. Häufige Fehler, die bei der Sichtung so eines Trading-Journals dann rauskommen können. Und Hand aufs Herz für jeden jetzt von uns, der hier dabei ist. Wer hat von uns schon ohne Trading-Prozess oder ohne Trading-Plan gehandelt? Ganz am Anfang sicherlich viele von uns. Oder wir haben einen Trading-Prozess übernommen von jemand anders, den wir aber selber nicht verinnerlicht hatten. Oder wir haben zu hohes Risiko pro Trade gefahren. Ich fahre maximal 1% pro Trade. 1% ist schon recht viel. Wenn ich eine Confidence von 10 von 10 habe, was schon mal vorkommt bei News Trading, dann fahre ich 2%. Mehr mache ich nicht. Schützt mich auch gegen diese Flash-Crashes oder Totalausfälle oder mein System bricht zusammen, meine Plattform spinnt. Mir ist schon alles passiert. Ich habe schon 50% im Trading-Account ausgebucht, verloren, weil meine Execution-Software spinnt und innerhalb von einer Nanosekunde 118 Trades aufgemacht hat. Das gehört übrigens alles in Ihren Businessplan. Was machen Sie bei solchen Katastrophen? Emotionales Handeln. Dafür ist ein Trading-Journal wunderbar, selber aufzuschreiben. Allein diese Tätigkeit zu schreiben, ja, wir nutzen den Sichtsinn, den haptischen Sinn, wir spüren unsere Emotionen, versuchen sie zu benennen, das ist sehr, sehr wichtig. Sie werden vielleicht innerhalb Ihrer Evolution als Trader irgendwann auch an den Punkt kommen, dass die Psychologie ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist im Trading. Könnten wir irgendwann auch mal ein separates Webinar zu machen, Jens. Emotionales Handeln, Overtrading gehört in diese Kategorie mit rein, genauso wie Rache-Trading. Ich habe gerade verloren, ich zeig's dem Markt, ich hole mir das Geld zurück. Ganz wichtiger auffallender Punkt für Overtrading ist, wenn Sie ganz toll Ihr Trading-Journal führen und am Ende des Tages 78 Trades haben, aber nur noch die ersten zwei dokumentiert hatten, dann ist es klar, wir sind im Overtrading verfallen. Und das ist ein Problem, jeder Trader kann tatsächlich leider ohne Risikomanager oder Senior Trader oder Head of Trading, der im Nacken sitzt, jeden Tag in diesem Beruf sich selber sprengen. Und das ist etwas, was wir immer auf dem Radar haben dürfen. Keine Geduld. Lustigerweise, samstags an der Kasse, habe ich schon oft erzählt, stelle ich mich an, samstags ist ja die Hölle los im Hitmarkt und dann, wenn ich dran bin, gehe ich wieder ganz ans Ende der Schlange. Dann gucken immer alle ganz blöd und sagen, was ist mit Ihnen? Dann sage ich, ja, ich mache hier meine 4 Items, nehme ich wieder runter vom Band, ich übe nämlich gerade Geduld. Geduld üben ist großartig oder im Stau stehen, sich nicht aufzuregen, ja, weil wir brauchen für diesen Beruf Geduld. Zu frühe Gewinnmitnahme führt natürlich auch zu einer Verschlechterung unseres Erwartungswertes. Also diese Formel bitte nochmal ansehen, verinnerlichen und sich darüber im Klaren sein bei jedem Trade. Wenn ich jetzt hier den Gewinn zu früh mitnehme, versaue ich mir die Größe meiner durchschnittlichen Gewinner. Wenn das so ist, muss ich mehr Gewinner-Trades als Verlierer-Trades machen, damit ich am Ende des Tages profitabel bin. Ja? Oder wenn ich in diese Falle rutsche, dass ich den Verlierer-Trade riesig werden lasse, dann sage ich mir, oh Mann, Jay, was machst du denn? Völlig logisch, ich versaue mir die Größe meines durchschnittlichen Verlierers. Katastrophal, mein Erwartungswert wird gerade immer schlechter. Kein Ausstoppen von Verlustpositionen, habe ich gerade gesagt. Handelsstrategie zu kompliziert. Ja? Wenn Sie 596 Indikatoren und Pipapo drauf haben, einen Chart können Sie handeln mit Volumen und Preis, Ende der Durchsage. Dann schauen, was andere Intermarkets machen und das ein gutes Konzept haben, wissen, warum fundamental und vom Sentiment, wer in welche Richtung, was machen die Zentralbanken und schon wird ein Schuh draus. Missachtung des Tradingplans, das ist schwierig. Da möchte ich Sie bitten, der ein oder andere kennt das, ich sage dann ganz menschlich, sei gütig mit dir selber. Ja, es bringt nichts, den inneren Kritiker so stark werden zu lassen, dass er uns platt macht innerlich. Dann verlieren wir auch die Freude, diesen Beruf zu erlernen.
Ja, das kommt einfach vor. Fehler machen ist menschlich. Lieber länger kleines Geld handeln, richtig gut werden und dann größeres Geld handeln. Inkonsequente Führung eines Trading-Journals hat auch etwas mit Disziplin zu tun. Das heißt, einen repetierbaren Prozess einzuhalten, ein Trading-Journal zu führen, sich samstags an der Kasse dreimal anzustellen, führt alles zu einer erhöhten Disziplin und einer geduldigen Ausführung eines Planes. Und dann wird das ein Sachbearbeiterjob, der zwar mehr Spaß macht als ein normaler Sachbearbeiterjob, aber eben dieses ganze Excitement und Angst und Schrecken und jedem Pip mitbebommen und so, das gehört dann alles der Vergangenheit an, denn dies ist ein Beruf wie viele andere auch. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen eine Hausaufgabe mit. Und die Hausaufgabe lautet, für diejenigen, die dem Englisch mächtig sind, Trading in the Zone von Mark Douglas lesen. Das ist klasse. Und dann hingehen und ein Trade Journal beginnen, Online, Word, Notizbuch oder das Tool von Admiral Markets nutzen. Dann sich einen klaren Prozess niederschreiben und dann die Aufgabe, die Mark in diesem Buch propagiert, ausführen. Nämlich mindestens 20 Trades mal nach einem Prozess exekutieren, ohne in den Trade einzugreifen. Aber dabei schreiben, schreiben, schreiben. Wie fühle ich mich? Das ist Horror. Ich fühle mich Horror. Ich war 0,5 Pips am Gewinn. Der Markt hat gedreht. Sie greifen nicht ein. Sie werden entweder ausgestoppt oder sie führen zu einem Gewinntrade. Ende aus Mickey Mouse. Sie werden wahnsinnig viel über sich lernen. Die wenigsten Trader haben diese Übung absolviert. Erstaunlich, denn sie ist extrem, extrem lehrreich und hilfreich. Sie bilden gesunde, gute Verhaltenssynapsen in Ihrem Gehirn. Fazit: Das Führen unseres Trading Journals unterstützt unsere Entwicklung als Trader. Das ist ja ein Beruf, den Sie für sich erlernen. Eine Fähigkeit, die Sie nie wieder verlernen werden, die für immer bei Ihnen bleibt, aber die wenigsten schaffen es, sich diese Fähigkeit langfristig erfolgreich zu traden beizubringen. Sie dürfen massiv stolz sein, wenn Sie das für sich schaffen. Und dieses Trading-Journal führen ist Arbeit, aber diesen Beruf zu erlernen ist eben auch Arbeit. Aber es hilft Ihnen, glauben Sie mir. Es gibt uns eine objektive Fehlererkennung, objektiv, vor allen Dingen, wenn wir am Ende der Woche nicht im Schützengraben liegen, die Kugeln fliegen uns nicht unterm Kopf und wir gucken uns nochmal die Trades an. Gerade am Anfang können wir dann sagen, puh, Hermann, was hast du denn da gemacht? Das war ja überhaupt gar kein Trade. Ja? Da bin ich wohl wieder gierig gewesen. Ah ja, okay, alles klar, dann können wir an diesem Thema arbeiten. Emotionale Analyse und sie dient uns dazu, unsere Gewinntrades zu optimieren und Verlusttrades zu minimieren. Ich erinnere mich daran, ich habe mal gedacht, vor 2 Jahren, ich sei ein guter Pfund gegen Yen-Händler. Die Statistik hat mir gezeigt, wenn du nur aufhörst, Jay, Pfund gegen Yen zu handeln, du hast überhaupt gar keinen Gespürmoment dafür, dann ist deine Performance signifikant höher. Also habe ich einfach mal ein Quartal nicht Pfund gegen Yen gehandelt, so lange, bis ich wieder up-to-date war, was machen die Zentralbanken, was passiert eigentlich dort. Und dann habe ich mir selber erlaubt, wieder den Fuß da reinzuhalten. Ja? Das ist spannend. Fehler ausmerzen führt schon dazu, dass Gewinne sich entwickeln können. Und in diesem Sinne abschließend zu sagen, one trade at a time until you get it. Das ist ein Beruf, den wir mit jedem sauberen Trade für Trade für Trade, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Quartal für Quartal, Jahr für Jahr und Business Cycle für Business Cycle lernen. Und es wird nie langweilig. Beste Beruf der Welt meiner Meinung nach. Macht mega Spaß. Aber es ist, jeder Trade ist eine Lektion. Bitte schmeißen Sie die nicht weg. Die kann Ihnen dienlich sein. Jens, wir sind am Ende von unserem Trading-Journal-Vortrag. Ich weiß nicht, wie viel ich überzogen habe. Vielen herzlichen Dank für alle, die heute dabei waren. Und ich hoffe, Sie haben Freude für den einen oder anderen, der das Buch liest. Und wer möchte, schreibt dem Jens und mir sehr, sehr gerne, was er oder sie bei dieser Hausaufgabe 20 Trades gleich zu exekutieren über sich erlernen durfte. Vielen lieben Dank. Trade smart, live free. One trade at a time. Kriegen wir alles hin. One trade at a time until you get it. So hatten wir den Vortrag beendet. Was hatten wir also gelernt? Wir hatten erste Einblicke gewonnen, warum es sinnvoll ist, unsere Trades in einem Journal festzuhalten, im Anschluss sauber zu analysieren, warum uns diese Analyse gerade in unserer Entwicklung als Trader und aktiver Investor unterstützt und dass jeder einzelne Trade, egal ob Gewinne oder Verlust, eine sehr, sehr wertvolle Lektion für uns ist.
Der ein oder andere, der eben noch nicht relevantes Fachwissen verinnerlicht hat oder in seiner Psyche bei der Umsetzung eines recht guten Approaches, Systems oder seiner Art und Weise zu handeln, noch nicht konstant zu den Gewinnern zählt, fragt sich vielleicht, wie kann ich das bewerkstelligen? Und da bieten wir an, professioneller Trader über einen institutionellen Prozess zu werden. Hier ein ganz, ganz aktuelles Feedback eines Teilnehmers aus dem April 18 Lehrgang, der im Anschluss des Lehrgangs des Seminars ein 10.000 Euro Konto aufgemacht hat und in den ersten Wochen 5% vorne liegt, obwohl er den gesamten Prozess noch nicht 100% sauber implementiert, aber sich zwei Dinge aus den Modulen rausgenommen hat, die sehr, sehr profitabel anzuwenden sind. Herzlichen Glückwunsch an den Teilnehmer. Was ist in unserer Ausbildung beinhaltet? Ein Kurs zur Vorbereitung, dann 3 Tage im Ausbildungszentrum der Lufthansa. Dann haben wir alle Webinare bisher aufgenommen und mir ist im Moment kein Thema geläufig, welches wir nicht abgedeckt haben. Also Trading Psychologie, Cod Report Trading, Market Profile, Volume Profile, Optionen, Wirtschaftsindikatoren, Wirtschaftszyklus, Zinskurve, Intermarket Analysen, der komplette Prozess ist in einzelnen Modulen aufgeführt. Dann 8-wöchiger Achtsamkeitskurs, sehr wichtig, um sein Trading-Gehirn auszubilden. Dann ist die Ausbildung selber, um das Handwerkliche zu erlernen, in 5 Schritten, in 5 Lernphasen aufgebaut. 6 Monate Zugang zum Online-Members-Bereich und allen Videos und während der Zeit 8 bis 12 Live-Ausbildungswebinare, welche wir ebenfalls aufzeichnen. Das nächste Seminar ist im Juni schon, 16. bis 18. Anmeldung geht über unsere Webseite j-medro.com/Ausbildung. In diesem Sinne, hoffentlich sehen wir uns dort. Trade smart, live free und machen Sie die Hausaufgabe, die in dem Video angegeben wurde und schauen Sie, welche persönlichen Herausforderungen Sie unter Umständen dabei entdecken. Herzlichen Gruß und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.